Alle sprechen über das Wetter, ich aber spreche über den monetären Klimawandel. Aber keine Angst, meine Damen und Herren, am Schluss dieses Videos gibt es doch eine Wettervorhersage, die sich sehen lassen wird. Aber kommen wir mal zu diesem monetären Klimawandel. Was meine ich damit? Das ist natürlich dieses Umsteuern der Notenbanken angesichts einer ja geradezu global weiter steigenden Inflation. Hier sieht man mal in dieser Grafik von Jerome Blockland, was da eigentlich der Fall ist, wie viel Prozent der Notenbanken inzwischen die Zinsen angehoben haben. Wir sehen hier einerseits die Emerging Markets haben das massiv gemacht. Heute etwa erneut Russland die Zinsen angehoben, gesagt, wir werden sie wahrscheinlich weiter anheben. Mexiko hat die Zinsen angehoben, aber das sind nur zwei von sehr vielen Ländern der sogenannten Emerging Markets, die das getan haben. Die sogenannten Developed Markets, also die westlichen Märkte, wenn man so will, haben auch eine Tendenz, das zu tun. Gestern die Bank of England, die Fed wird es wohl tun, die EZB weiß noch nicht, dass sie es tun wird im Jahr 2022. Sie leugnet es, wird es aber wahrscheinlich tun müssen angesichts einer doch immer heftigeren Inflation, von der viele noch glauben, sie sei transitory, sie werde schon irgendwann vorbeigehen. Und ja, wahrscheinlich werden wir im ersten Quartal des nächsten Jahres etwa in den USA einen vorläufigen Hochpunkt erreichen, was diese Inflation betrifft, aber sie wird dann nicht wirklich runtergehen. Sie wird also nicht wieder deutlich runtergehen, das aber erwarten viele. Und damit ist diese Inflation eben ziemlich persistent, ziemlich dauerhaft und darauf werden die Notenbanken dann weiter reagieren müssen. Was bedeutet das alles für die Aktienmärkte? Das werden wir gleich diskutieren, aber schauen wir zunächst mal auf das, was heute John Williams, der Chef der so einflussreichen New York Fed, gesagt hat. Wir sind ganz klar fokussiert auf die Inflation. Die ist offensichtlich zu hoch right now. Und die Entscheidung hier, das Taper zu beschleunigen und dann fertig zu sein im März, das macht durchaus Sinn. Auf die Frage, ja, warum habt ihr nicht gleich damit angefangen, hat er gesagt, naja, wir wollten die Märkte nicht in Turbulenzen stürzen. Das ist genau der Grund, warum letztendlich die Fed eben am Mittwoch darauf verzichtet hat, hier eben schärfer schon vorzugehen. Das war dann auch der Grund, warum die Märkte, die teilweise short positioniert waren, dann am Mittwoch eben kurzfristig mal diese Rallye gezeigt hatten, die dann gestern allerdings wieder ausgepreist wurde. Warum wurde sie ausgepreist? Weil es schlichtweg so ist, dass Aktienmärkte eben steigen, wenn die Flut alle Boote hebt und nicht mehr steigen, wenn diese Liquidität sozusagen dann durch den Rinnstein wieder verschwindet oder durch den Abguss wieder verschwindet. Sven Hennig weist darauf hin, dass das letzte Mal, nämlich 2018, es ja so war, dass die Fed die Zinsen angehoben hat und die Bilanzsumme reduziert hat. Als Paul dann sagte, Bilanzsumme Reduktion auf Autopilot, da war richtig Stress im Markt, die Aktienmärkte 20% gefallen. Also sagt Sven Henrik, das letzte Mal, als die Fed versucht hat, hier die Bilanzsumme zu reduzieren um 700 Millionen Dollar, das ist ja praktisch gar nichts mehr heute, oder 700 Milliarden Dollar, so muss es heißen, das ist in heutigen Maßstäben ja fast schon lächerlich. Da gab es richtige Turbulenzen. Jetzt haben wir innerhalb von 2 Jahren, also seit März letzten Jahres, also von knapp 2 Jahren, 5 Billionen obendrauf gepackt. Allein in diesem Jahr 1,4 Billionen, letztes Jahr noch mehr. Und was verleitet uns zum Glauben, dass wir einfach dieses Monster wieder in die Flasche reinstecken können, dass wir diesen Geist wieder in die Flasche reinkriegen, ohne dass das irgendwie ein Problem gibt? Jede große Korrektur, so sagt Sven Henrik, der Aktienmärkte, ist passiert, als eben diese Expansion der Notenbankbilanzen, die Expansion der Geldpolitik praktisch pausiert hat oder rückabgewickelt wurde. Und so wird es diesmal auch sein. Was bedeutet das für die Aktienmärkte? Das will ich in diesem Video dann auch noch diskutieren. Anfangend eben mit etwa den Tech-Werten. Nun haben wir auf der einen Seite die großen, schweren Tech-Werte. Das sind die Generale. Dann haben wir viele andere Tech-Werte und Aktien insgesamt, die so mitschwimmen. Das sind die Soldaten. Die Soldaten waren schon ziemlich schlecht in Form in letzter Zeit. Es waren die Generäle, die großen Player wie Apple, Microsoft, die die Aktienmärkte eben oben gehalten haben. Dennoch der Nasdaq jetzt mit seinem schlechtesten Jahr in Relation zum S&P 500 seit 2002, also seit Platzen der Dotcom-Blase. Erstaunliche Erkenntnis.
Das ist im letzten Jahr natürlich komplett anders gewesen. 27,4% damals der Nasdaq, besser als der S&P 500, weil der eben am meisten von dieser Geldflut profitiert hat. Wer jetzt gefährdet ist, sind unprofitable Tech-Unternehmen und sind zu hoch bewertete Tech-Unternehmen. Und von beiden hat meine zweitbeste Freundin Cathie Wood praktisch alles im Depot, was nicht schnell genug auf den Baum gekommen ist. Und wir sehen, dass jetzt eben diese Underperformance des ARK Innovation von meiner zweitbesten Freundin wirklich signifikant ist, wenn man sich die einzelnen Werte mal anschaut. Echt ausgebombt, ja, da kann jederzeit die technische Aufwärtskorrektur kommen, aber wenn wir hier uns diesen Chart mal anschauen, dann sehen wir, dass wahrscheinlich Cathie Wood den Weg des Nasdaq in der Dotcom-Blase gehen wird. Da ist dann noch Schmerz voraus, auch wenn jederzeit technische Erholungen möglich sind. Wie die Märkte ticken und wie sie das sozusagen schon umsetzen, nämlich diesen monetären Klimawandel, das sehen wir hier im Verhältnis zwischen Zyklikern und defensiven Aktien. Und wir sehen, die defensiven Aktien, die performen jetzt die zyklischen Werte aus. Genau das ist das, was ich behaupte, was meine These ist, dass die defensiven Werte besser laufen werden, dass halt Value-Aktien besser laufen werden als Growth. Das ist sozusagen dieser monetäre Klimawandel in den Jahren seit der Finanzkrise, wenn man will. Da sind die Notenbanken massiv auf das Gaspedal getreten. Dementsprechend ist Growth, sind Tech-Werte am besten gelaufen. Jetzt haben wir diesen Klimawandel und es wird genau andersrum sein. Value wird besser laufen als Growth. Das würde ich jetzt mal schlank behaupten. Und es kommt jetzt vorwiegend, wenn wir uns die Indizes mal anschauen, wie Charlie McElligott von Nomura sagt, es kommt jetzt auf diese Generäle an, also auf die Apples, auf die Microsoft, Googles, Nvidia zählt inzwischen dazu, Tesla, die billigste Aktie der Weltgeschichte. Das werden jetzt eben die Dinge sein, die wirklich, wirklich wichtig sind. Man hat jetzt begonnen, so sagt Charlie McElligott, die Generale anzuschießen. Die Generale sind ja permanent nach vorne gelaufen, haben Stärke demonstriert, die Soldaten haben sich schon zurückgezogen, also die anderen Aktien. Jetzt kommt plötzlich Feuer auf die Soldaten und das wird für die Indizes eben eine echte Herausforderung werden. Ich hatte vorhin gesprochen von diesen unprofitablen Tech-Unternehmen, von den teuren Tech-Unternehmen aus dem Software-Sektor. Hier sehen wir, dass die Insider, also Manager der Firma, hochrangige Mitglieder der Firma, hier schon Insider-Selling betrieben haben, bevor diese Aktien massiv korrigiert haben. Die haben also ein Stück weit gesehen, was da auf sie zukommen wird. Und auf der anderen Seite, erfreuliche Nachricht für die Bullen, sehen wir, dass die Insider jetzt in den letzten Wochen wieder verstärkt gekauft haben. Das sind aber wahrscheinlich Insider eher aus dem Value-Bereich, weniger aus dem Growth-Bereich. Da sehen wir, da geht also jetzt wieder was nach oben. Das ist also ein echtes Hoffnungszeichen. Heute, wenn wir zum heutigen Geschehen der Aktienmärkte kommen an der Wall Street, großer Verfall, es ging erst runter, dann ging es rauf, dann ging es wieder runter, dann ist es wieder raufgegangen. Nervosità, wie man sagt in Italiano. Also es ist ein Hin und Her, es ist da schwer wirklich etwas Klares zu erkennen. Wir werden dann wahrscheinlich am Montag sehen, wie die Dinge sich dann verhalten, wenn diese ganzen Gamma-Exposures abgebaut werden, die Absicherungsgeschäfte. Saisonal kommen wir ja in eine günstige Zeit, aber Fundstrat sagt, ja, also wenn wir uns mal die Marktstruktur anschauen, den Breath, also die Marktbreite, das Momentum, all das deutet eher so ein bisschen auf ähnliche Kursverläufe wie im Dezember 2018 hin. Was war im Dezember 2018? Jerome Powell hat gesagt, Bilanz schiebt auf Autopilot. Das hat der Aktienmärkte verstört, 20% gefallen. Wir werden sehen. Also es ist jedenfalls ein gemischtes Bild. Es ist nicht wohl die Voraussetzung für diese Hurra-Rallye, wie wir sie in den letzten Jahren gesehen haben, schlichtweg, weil wir eben diesen monetären Klimawandel haben. Wir haben bisher noch keinen solchen Unfall wie damals im Dezember 2018. Aber Positionierungen können den vielleicht auslösen. Das müssen wir abwarten. Unfall gab es jetzt auch in der Türkei. Da war ja vorher vor allem der Devisenmarkt im Fokus. Also der fortgesetzte Crash der türkischen Lira, der sich heute fortgesetzt hat. Dollar Lira über 17, im Februar noch unter 7 gewesen. Da sieht man dieses Abwertungspotenzial. Jetzt hat es die Aktienmärkte erwischt, der Handel in Istanbul mehrfach ausgesetzt gewesen. Dabei hat der BIST, das ist der türkische Leitindex, seit Oktober
als diese Abwertung der Lira sich beschleunigte, massiv zulegen können. Aktien sind ja Sachwerte, dementsprechend ist in allen hyperinflationären oder stark inflationären Ländern wie Venezuela sieht man eben, dass die Aktienindizes nach oben schießen, wenn die Inflation massiv ist und die Währung vor allem sich massiv entwertet. Jetzt plötzlich hat man aber in der Türkei festgestellt, Hyperinflation ist vielleicht nicht so gut, weil die Wirtschaft abschmieren wird und das wird auch den Unternehmen dann nicht gut tun. Der BIST, also der Leitindex, minus 9% zwischenzeitlich, das war schon ein echtes Desaster. Ähnlich wie der IFO-Index hier in Deutschland, sechster Rückgang in Folge, vor allem der Dienstleistungssektor ist unter schwerem Beschuss. Klar, Corona, diese ganzen Beschränkungen, Industrie oder produzierendes Gewerbe, das erste Mal seit 6 Monaten dagegen wieder mit einer leichten Aufwärtskurve. Also wir müssen klar unterscheiden zwischen Dienstleistungen und Industrie. Aber das Problem ist, dass, wie IFO hier sagt, die Beschaffungsprobleme mit denen, also Materialmangel, Lieferengpässe, dass die sich verschlimmert haben. Die sind nicht besser geworden. Inzwischen antworten 84% der Befragten, von IFO befragten Firmen. Sie haben Probleme mit Lieferketten, sie haben Beschaffungsprobleme. Ein neuer Höchstwert, ein neuer Niedrigstwert seit 1993 sind die Autozulassungen in der EU. 20% weniger liegt vor allem natürlich Lieferengpässe, Chipmangel. Der dürfte sich weiter fortsetzen. Das wird also nichts sein, was schnell irgendwie wieder vorbeigehen wird. Das ist das große Problem. Und nicht ganz schnell vorbeigehen dürften auch die massiven inflationären Energiepreise, etwa hier German Power Prices. Das ist ein Chart, auf den jeder Bitcoin-Jünger wirklich neidisch sein kann. Da sind wir von unter 50 mal eben auf fast 250 jetzt angestiegen für die One-Year-Forward-Contract. Und da sind geopolitische Dinge, spielen da eine Rolle. Da spielt Frankreich eine Rolle, wo Atomkraftwerke teilweise jetzt zwischenzeitlich stillgelegt werden. Und wir müssen ja dann, wenn Wind nicht weht, aus Frankreich dann unter anderem Atomstrom importieren. Ja, Nord Stream 2, diese ganzen Geschichten um die Ukraine spielen da eine Rolle, beeinflussen auch den Strommarkt, auch wenn es Gas ist. Aber wir sehen jetzt hier mal was, auch am Gaspreis sehen wir weiteres Hoch, Frankreichs Atomausfall pusht, aber wir sehen auch bei Strom, dass die Dinge hier nicht nur in Deutschland ein bisschen eskalieren und wie jemand hier getitelt hat, wenn Strom knapp wird, ist sich jeder selbst der Nächste. Das sehen wir jetzt in der Auseinandersetzung zwischen Schweden und Norwegen. Schweden hat etwa jetzt praktisch Norwegen vom Netz genommen, beziehungsweise macht keine Einspeisung mehr Richtung Norwegen, weil man sagt, ja, wir brauchen das Ganze selber. Daraufhin hat Norwegen eben auch alles gecuttet, was sonst Richtung Schweden gegangen ist. Und hier der Chef der schwedischen Energiebehörde hat gesagt, also wir sind jetzt mehr und mehr angewiesen auf Importe von anderen Ländern, aber wenn die nicht kommen und das Wetter wird kälter, dann werden wir gezwungen sein, User zu disconnecten. Also wir müssen die Leute vom Strom nehmen. Bums, wir werden dann Stromausfälle, Blackouts erleben. Uiuiuiuiuiuiui. Aber wir sind ja sehr optimistisch. Mit Frau Baerbock haben wir eine Zauberin, die das alles dann schon wegzaubern wird. Da bin ich mir ganz sicher. Ich hatte Ihnen das Wetter versprochen. Hier ist es, meine Damen und Herren. Die gute Nachricht, es wird kälter, was die Chance auf eine weiße Weihnacht erhöht. Die schlechte Nachricht ist, es wird die Energiepreise weiter nach oben treiben. Wir sehen hier mal eine Temperaturvorhersage. Es dürfte bis zum 22. Dezember ziemlich stark nach unten gehen. Hier ein Chart in Fahrenheit. Dann könnte eine leichte Erholung kommen, aber das sieht aus wie ein Chart, der irgendwie short ist. Wir haben also, wie Rüdiger Born sagte, eine klare Abwärtsrichtung, dann eine zittrige Erholung. Mal schauen, wie es wird, aber das war jedenfalls mein Beitrag zum Wetter. Und wenn Sie wissen wollen, wie es um diesen monetären Klimawandel bestellt ist und warum wahrscheinlich die Tech-Werte und Growth-Werte nicht so gut performen, dann möchte ich Ihnen anempfehlen, diesen Artikel Aktienmärkte, Rotation raus aus Tech und der monetäre Klimawandel werde ich Ihnen unter dem Video verlinken. Ich wünsche jetzt ein wunderbares Wochenende. Wir sehen uns am Montag. Ich sage Servus und Ciao.